Barabarabubble. Also echt, wegen Barabubble ist uns der beste Splash aller Zeiten gelungen. Los, gleich nochmal! Ich bin Rick, die Kamera läuft. Hi. Heute werde ich Polly interviewen und sie fragen, was für sie der absolut beste Tag ist. Aber wo steckt sie? Polly? Polly? Juhu! Wenn du reden willst, musst du schon mit mir Schritt halten. Hey Rick, wie geht's? Lass mich mal rein! Warte, ich wollte dich fragen. Das war klar. Sie wird es mir nicht leicht machen. Na schön, Pocket. Die Jagd ist eröffnet. Chrissy, ich warte. Perfektion braucht seine Zeit, Lila. Umwerfen! Hey, habt ihr Polly gesehen? Ich will sie interviewen, um Rick, zu... Rick, perfektes Timing. Du filmst jetzt mal die Entstehung der größten. Fantastisch tollsten. Super-duper schönsten. Modekollektion der Welt. Wir werden alle berühmt. Hey, klingt aufregend, aber ich muss erst Polly setzen. Nein, nein, da muss sich was ändern. Dieses Kleid würde an mir doch viel besser aussehen. Was? Ich finde, es würde besser aussehen an mir. Meinst du? Nein, nein, das stimmt so nicht. Oh, oh, halt! Halt. Den Gürtel hier, hey! Hey, das ist doch ein Bein, also... Hey, Rick! Polly? Da bist du ja. Du meinst, da war ich. Oh nein, wo ist sie hin? Der absolut beste Tag. Hey, Shawnee, hast du Polly gesehen? Ich will sie interviewen, um zu, Shawnee? Oh, Shawnee! Oh, hey, Rick. Beeindruckend, oder nicht? Ja, klar. Hey, hast du Polly nun... Das Teil wird die Welt verändern. Und du sollst es filmen. Ich muss jetzt wirklich... Was ist das größte Problem der Menschheit? Na los, rate mal. Von der Couch aufstehen müssen, um sich die Fernbedienung von der anderen Seite des Raums zu holen. Absolut richtig. Und deshalb habe ich auch den Shawnee-O-Matic Fernbedienungsgreifer 5000 erfunden. Wow. Cool. Und einfach aufstehen und sie selbst holen geht nicht? Ist das nicht genial? Schau! Dieses Perfektionsgerät wurde mit einer brandneuen Software programmiert, die Fernbedienungen im Umkreis von 537 Meilen findet. Es denkt selbstständig und es schnurrt wie ein süßes Kätzchen in der Knuddelfabrik. Der absolut beste Tag. Polly! Hey, Lea, hast du Polly? Shh, ich bin auf Natursafari. Entschuldigung. Hi, Rick. Ich freue mich, dass du bei der nächsten... Entschuldige, keine Zeit. Ich suche Polly und ich kann nicht... Ach, vielleicht kann ich doch kurz bleiben. Mal sehen, was für Tiere wir noch finden können. Okay. Jetzt kommt Vögel beobachten. Klingt gut. Hast du gehört? Das muss der Silberrocksänger sein. Blauer Schnabel, silberner Bauch. Sehr selten. Wenn wir still sind, sehen wir ihn vielleicht. Ein echter Silberrocksänger. Dass ich das wirklich noch erleben darf. Lea... Das ist aber gar kein... Ich weiß, ich hätte es auch nicht gedacht. Eine echte Entdeckung. Aber das ist doch nur... Das allertollste Tier aller Zeiten? Ich weiß. Oh, der absolut beste Tag. Oh. Hi. Okay, bis dann. Neue Strategie. Kein Suchen mehr. Ich warte einfach, bis Polly zu mir kommt.
Irgendwann kommt sie doch immer hierher. Das ist nur eine Frage der Zeit. Hey, Polly! Hey, Kirsty! Hast du Polly gesehen? Ich will sie interviewen, um zu... Und? Lecker! Vielleicht, aber noch nicht gut genug. Der Kuchen soll noch etwas schmecken, was es noch nie gegeben hat. Aber der Geschmack hier kommt mir sehr bekannt vor. Ja, auf jeden Fall bekannt. Polly, hast du sie gesehen? Polly war hier. Bleib da stehen. Köstlich! Hast du es geschafft? Nein, überhaupt nicht. Zu viel Kakao. Ja, Kakao. Ach, ich muss es wohl noch mal probieren. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber erst... der absolut beste Tag! Polly? Oh! Es muss doch einen Weg geben, sie zu finden. Denk nach, Rick. Polly Pocket ist unauffindbar. Ich hab's. Meine Kamera. Polly! Ach, Rick will mich nach meinem absolut besten Tag fragen. Wie öde. Ich zeig's ihm lieber. Na schön, erst die Kamera einrichten, fokussieren, fertig. Die Frage lautet, was ist dein absolut bester Tag? Heutige Frage. Fehlanzeige. Kein Interview bekommen. Der absolut beste Tag? Ha, ein mieser Tag. Hey, bist du da so sicher? Zeig mal, was du hast. Das ist nur eine Frage der Zeit. Polly Pocket ist unauffindbar. Rick will mich nach meinem absolut besten Tag fragen. Ich zeig's ihm lieber. Der absolut beste Tag. Der absolut beste Tag! Ja, und morgen wird auch toll. Hey, gleich noch mal gucken. Fällt auf keinen Irrtum rein. Sie stürzt sich förmlich drauf. Weißt du nicht, dass das eine Auster ist? Und die machen ihre Perlen selbst. Ich bitte dich. Ich weiß genau, wo Perlen herkommen. Aus der Einkaufspassage. Gib mir meine Perle wieder. Los, komm. Wir schwingen uns auf unsere Bodyboards. Ich hab sie. Polly, alles okay. Ich hab sie wieder. Na, ihr... Autsch. Das tut weh! Ihr glubscht euch gegen hartschaligen Seeungeheuer!
Nein, ihr kriegt sie nicht zurück. Oh, sie gehört mir. Niemals gebe ich sie wieder her. Wie, war das schon alles? Ha, ich hab gewonnen. Die hier ist die schönste. Oh, peinlich. Na gut, seht doch nur die vielen Perlen. Alles meine. Wirklich toll. Aber Layla, wie war das? Perlendiebe müssen bestraft werden? Es tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. So ist es richtig. Und du musst nur noch 10.000 zurückgeben. Tut mir leid, tut mir leid. Soweit. Gut, die anderen werden langsam ungeduldig. Hunger! Wenn ich dein tolles neues Buttermilch-Pistazien-Ginkgo-Kirscheis nicht in spätestens 10 Sekunden probieren darf, werde ich... Scharfe Kirsche verbunden mit Pistazien. Wer hätte gedacht, dass meine neue Eissorte so beliebt ist? Dabei hat sie noch nie jemand probiert. Fertig! Nur noch mal nachsehen, ob für alle genug da ist. Molly! Oh nein! Wie schaltet man das Ding aus? Mit dem Schalter. Ach du Schreck. Oder mit dem da drüben. Entweder fressen wir uns nach draußen durch. Oder? Wir fahren auf Eiscremer! Juhu! Zuckerschuh! Unsere Tickets aus dem Netz. Wir sind ja so gespannt. Dem besten Buch aller Zeiten. Der beste Film aller Zeiten. Ach du Schreck. Meine Karte ist weg. Der Film beginnt in 5 Minuten. Geht ruhig ohne mich. Es macht mir nichts aus. Freunde lassen Freunde nicht im Stich. Genau. Das wäre nicht fair. Also, naja. Hey, seht nur, da fliegt die Karte. Hinterher! Los, schnell! Wohin Hallo, denn? Ich kann so los. Die Rolltreppe falsch rum hoch. Oder falsch rum runter. So geht's am schnellsten. Ich bin dafür einfach nicht richtig angezogen. Noch 4 Minuten bis zum Film. Ich schaff's auch so. Nein! Ich hab sie gleich knapp verpasst. Ich versuch's mal mit Tempo. Bitte Ruhe am Set. Licht, Kameras, Action. Los! Wir kommen gerade noch rechtzeitig zum Film. Der schlechteste Film aller Zeiten. Absolut. Wirklich so schlecht? Gruselig. Warum hat mich niemand aufgeweckt? Wenn Teil 2 rauskommt, würde ich gern wieder meine Karte verlieren. Yeah.
nie. Warum habe ich mich nur freiwillig gemeldet zum Nachtisch machen für Lady Synchrony's After Concert Party? Ihr Style ist so scharf, man könnte eine Torte damit anschneiden. Wir können dir helfen. Wir sind Lady Synchrony-Expertinnen. Chrissy hat mir alle ihre Videos gezeigt. Ich kenne jeden Artikel über sie. Kirsty, wir wissen ganz genau, was sie mag. Einen kugelrunden Apfelkuchen. Einen Tortenturm. Obstkuchen vom Buttercremetörtchen. Es geht hier um Lady Synchrony. Sie liebt Buttercremetörtchen. Einen Tortenturm oder gar nichts? Ich mach mein jetzt. Es ist soweit. Das sieht alles so lecker aus. Ich bin ganz durcheinander. Lady Synchrony muss sich jetzt entscheiden. Ja, für meins. Von wegen. Das geht nicht gut aus. Nein! Was wird Lady Synchrony jetzt denken? Ich denke, du hast meinen messerscharfen Style durch eine Torte ausgedrückt. Brillant. Gut, dass wir genau wissen, was unserem Lieblingsstar gefällt. Naja, so ungefähr. Haben wir dein Casting überstanden, Chrissy? Absolut. Diese Fotos sollen direkt in mein Album mit meinen besten Freundinnen. Darin müssen wir alle richtig gut aussehen. Und vergesst nicht zu lächeln. Ich habe mir genau überlegt, wo jede sitzt. Und zwar Shani, Kirsty, Lea, Laila, ich und dann Polly. Hey, wer hat den Knopf gedrückt? Total daneben. Es ist kaputt. Ich mach das schon. Was ist das denn? Diese Fotos sind eine Katastrophe. Das haben wir gleich. Bleibt alle ganz ruhig. Liebe Haie, macht euch bereit. Lächeln. Du hast doch gesagt, es geht wieder. Achtung, jetzt bin ich dran. Viel zu schlecht für mein Album. Chrissy, wie deine Haare aussehen. Endlich mal ein Foto von dir, auf dem du nicht alles unter Kontrolle hast. Wirklich echt witzig. Kann ich sie noch mal sehen? Die besten Fotos von den besten Freundinnen aller Zeiten. Dich gesehen. Ich hatte keine Angst. Wir kennen alle deine Tricks, Pocket. Du machst uns keine Angst. Ich hatte nur Angst um ein Popcorn. Sagt ihr auch die Wahrheit? Stromausfall? Hey, cool. Hey, wir haben auch im Dunkeln keine Angst. Aber eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Na klar, bin gleich wieder da. Molly! Angeschmiert. Falsch. Ich gehe jetzt. Ich komm schon. Ich dachte, ihr kennt alle meine Tricks. Ich nehme das mit. Und das hier. Es war doch nur Spaß. Oder nicht? Entschuldigung. Oh, es tut mir wirklich leid. Oh, ich muss hier doch vor nichts Angst haben. Oh, oder vielleicht doch. Rick, ist noch jemand von euch da?
Ihr habt wirklich ein paar tolle Tricks drauf. Das war super. Dogs, Maiskolben und Eiscreme. Also, die finde ich aber nicht außergewöhnlich. Probiert sie erst mal. Super, ich bin begeistert. Wie hast du die hingekriegt? Ich habe sie in einem aktiven Vulkan gegrillt. Ja, eine von Pollys Witzen. Es stimmt wirklich. Der Geschmack stammt von der Vulkanasche direkt vor dem Ausbruch. Alles, was man braucht, ist ein feuerfester Gleitschirm, ein Spezialspieß, perfektes Timing und tada! Das leckerste Hotdog der Welt. Ich bitte dich. Ich teile deine Zweifel, aber gib mir erstmal einen Maiskolben. Mais aus dem Wolkennebel? Er wächst nur auf extrem hohen Bergen. Adler haben die Saatkörner verstreut und die Feuchtigkeit stammt direkt aus den Polly Pockets. So etwas gibt es niemals. Doch, es stimmt. Das ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Sie ist wahr. Und wartet, bis ihr hört, was mit dieser Eiscreme ist. Ich nenne sie bitte Anschnallencreme. Hergestellt in einem Flugzeug bei offenem Fenster. Das glaube ich niemals. Wir wollten die Wahrheit und kein Polly-Märchen. Tolle Geschichte, ja, aber unmöglich. Na gut, ich habe sie im Laden gekauft. Na, endlich. Wo soll der Rest von dem Bitte-Anschnallen-Eis hin? Meine Freunde sind leider schon satt. Aber es muss gut gekühlt werden. Wie wäre es mit dem Südpol? So wichtig. Doch, es ist wichtig. Ganz vorne zu sitzen ist das Größte. Entschuldigung. Wow, weißt du, meine Freundin und ich, wir hatten uns so darauf gefreut, ganz vorne zu sitzen. Oh nein! Wirklich großartig. Eigentlich meinst du das Gegenteil, oder? Ich habe eine blendende Idee. Darf ich? Was denn? Ich möchte diesem Flegel eine Lektion erteilen. So, das müsste reichen. Oh, nächstes Jahr bist du bestimmt groß genug für die Achterbahn. Einen Streich spielen will, wenn wir schlafen. Was meinst du damit? Das niemals. Ich bin zu müde für diesen Quatsch. Deshalb lege ich mich jetzt hin. Aber an eurer Stelle wäre ich vorsichtig. Polly ist nicht die Einzige hier, die es auf euch abgesehen hat. Was du alles mit meinen Haaren anstellen könntest, während ich schlafe. Ich lege mich auf keinen Fall als Erste hin. Ich schon. Bis morgen früh dann. Ich bin todmüde. Am besten esse ich etwas, dann schlafe ich nicht ein.
Ich werde tanzen. Das hält mich wach. Ich habe diesen Film schon 1000 Mal gesehen. Ich finde ihn so entspannend. Kalte Luft wird mich wach halten. Ups. Okay, so geht's auch. Oh, dieser Türrahmen ist ja so bequem. Nur einen Moment lang die Augen schließen. Ich kann nicht mehr. Gut, keine Streiche spielen. Abgemacht? Abgemacht. Guten Morgen alle zusammen. Oh, oh. Wer war denn das nur? Ich war lange vor euch wach. Das war die Gelegenheit. Heutige Abenteuer? Für den eigenen Spaß arbeiten. Das hier ist groß genug zum Basketballspielen. Machst du Witze? Das hier schreit nach Disco. Kurier dein Disco-Fieber woanders aus. Das hier ist perfekt als Loft oder Atelier. Endlich genug Platz für meine Experimente. Von wegen, auf meinem Esstisch stinkt und kracht gar nichts. Was? Und wie wäre es mit einem Tierasyl? Ich dachte, hier wäre genug Platz für alle. Nein! Wenn man den Raum nur irgendwie vergrößern könnte. Da kommt mir eine verrückte Idee. Ich muss nur schnell etwas bestellen. Das soll uns helfen. Jetzt ist bestimmt genug Platz für alle. Lecker! Ab jetzt werfe ich die Körbe einfach von unten. Ha. Vielleicht sollte ich doch anbauen. Ja, aber habt ihr meinen Sprung gesehen? Haben wir, Polly. Welchen Teil fandet ihr am besten? Am besten fand ich, als du unter Wasser warst. Wie ich die Schraube hingekriegt habe und dann elegant eingetaucht bin, das war doch echt cool, oder? Polly hat einfach zu viel Energie. Sie ist nicht zu stoppen. Alles kann man stoppen. Oh ja, ich weiß. Wir stoppen sie, indem wir sie herumscheuchen. Das könnte echt klappen. Wenn wir sie von Sprung zu Sprung jagen, wird sie bestimmt bald müde sein. Hey, Polly, wäre toll, wenn du diesen irren Sprung gleich nochmal machen würdest. Aber schneller, wenn's geht. Super, ich liebe Publikum, passt auf. Super, Platscher! Yeehaw! Und? Sorry, ich war abgelenkt. Wie? Ihr habt gar nichts gesehen? Nein. Machst du's nochmal? Super, Slash! Pass, nochmal bitte. Platsch, wie auch immer. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Herrlich, diese Ruhe. Ach, ich bin voll wieder da. So ein Nickerchen wird Wunder. Und passt diesmal bitte besser auf. Sie ist echt ein absolutes Sportass, unsere Polly. Unser heutiges Abenteuer, wir umrunden die Welt in 80 Minuten. Autopilot, bitte übernehmen. Ich will
finde, wir sollten aussteigen, bevor es zu spät ist. Es ist schon zu spät. Wir überqueren soeben die Startlinie. Großartig! Kirsty, nimm die Zeit. Haltet euch fest! Ist das gefährlich? Nein, der Autopilot ist auf Unwetter eingestellt und versucht nur den Blitzen auszuweichen. Cool. Holly, so schaffen wir die Umrundung niemals in 80 Minuten. Wir müssen den Autopiloten umschalten. Ich glaube, ich greife den richtigen Knopf von hier. Zieht mit euren Schuhen. Eins, zwei, drei. Was? Na gut. Volltreffer leider. Das holen wir noch auf. Wir schaffen unsere Umrundung in 80 Minuten. Treibstofftanks fast leer. Bitte anschnallen, wir landen gleich. Der Nordpol! Ja, echt cool hier. Aber wir hätten es schaffen können. Der Schalter und dann der Sturzflug und... Holly, bleib stehen! Du hast gerade den Nordpol umkreist und damit hast du im Prinzip die Erde umrundet in 80 Sekunden! Unser heutiges Abenteuer, Wettlauf um die Erde! Unser heutiges Abenteuer? Layla und Chrissy werden heute Nachmittag von Kiyomi Schick interviewt, der berühmtesten Modejournalistin überhaupt. Ich geh schon. Überraschung. Kiyomi Schick? Ja. Chrissy, Layla, es ist für euch. Keine Zeit. Wir machen uns schick für... Kiyomi. Sie sind schon da? Oh, und ihr wollt mir gleich eure neue Modekollektion vorführen? Ja. Nur eine Sekunde, wir sind gleich soweit. Und wie läuft's? Layla sollte dafür sorgen, dass die neuen Kleider rechtzeitig geliefert werden. Ja, aber dann habe ich zu Chrissy gesagt, sie soll sich darum kümmern. Sehe ich das richtig? Keiner von euch beiden hat die Kleider besorgt? Ganz genau. Halb so schlimm, das kriegen wir schon hin. Okay, ich hab's. Regel Nummer 1 in der Modewelt. Man muss sich was trauen. Hier bitte, euer neuer Look. Niemals vergiss es. Wir brauchen Unterstützung. Oh, das ist nett. Ballettrock und gestiefeltes Kätzchen. Ist das ein neuer Schmusetier-Trend, den ich noch nicht kenne? Sie haben noch nichts davon gehört? Miau! Also ich hatte etwas anderes erwartet. Wir waren gerade in der Nähe. Also ihr seid die Modedesignerin, die diesen neuen Look kreiert haben. Sehe ich nicht fantastisch aus? Ich habe schon viel gesehen, aber so etwas noch nie. Es ist so aufregend. Das wird eine großartige Story. Miau. Okay, ich bin beeindruckt. Polly, only Polly, transforms your day into a world of adventure. Polly, only Polly. Best day ever. Polly, only Polly. World of adventure. Best day ever, just that Polly. Von hier gelangen die Gelee-Bohnen in den Eiscreme-Bottich und dort entstehen Hollys leckere Eisgelee-Kugeln. Und unser heutiges Abenteuer Lea irgendwie glücklich machen. Mein Collier, es ist weg. Kriegst du jetzt einen Kollaps? Ein neuer Plan. Okay, Layla, wie sieht es aus? Oval, etwa so groß und knallrot. Hier ist das Collier, aber ohne Rubin. Sieht der vielleicht so aus? Oh, du hast ihn gefunden. Nicht wirklich, das ist nur eine Gelee-Bohne. Das bedeutet... Wir müssen die Gelee-Bohnenmaschine abstellen. Suchen wir den Rubin. Aber wie finden wir ihn? Einfach nur leicht quetschen. Also, immer schön quetschen. Der Rubin ist nicht dabei. Was machen wir denn nun? Da, das könnte er sein. Wenn er im Eismixer landet, ist er für immer weg. Oh, mein Rubin! Sie schafft es nicht. Meinst du den? Yay, danke. Den habe ich mir aufgehoben. Köstlich. Oh, hatte ich das nicht gesagt? Es ist ein Collier mit Süßigkeiten. Roter Rubin schmeckt mir am besten. Das Collier ist wieder da. Wer möchte Eiscreme? Oh, ich!
möchte jetzt. Laila? Wer, ich? Oh, ich war doch schon mindestens schon zweimal. Du warst noch kein einziges Mal. Aber das Licht blendet so. Laila, stell dich nicht so an. Aber ich stelle mich nicht an. Na dann, hier hast du die Sicherheitsausrüstung. Aber ich habe gerade gegessen. Unser heutiges Abenteuer, Lailas faule Ausreden stoppen, damit sie endlich was erlebt. Das wird nichts, Polly. Ich bin total allergisch gegen Kletterwände. Hatschi! Das glaubt dir kein Mensch. Nein. Wie hoch bin ich denn schon? 10 Zentimeter höher als bei deiner letzten Frage. Eine falsche Bewegung und ich werde da unten in der Tiefe zerschellen. Ich habe was im Gesicht. Es ist nur ein Schweißtropfen. Vom Schweiß zerläuft mein Lipgloss. Ich brauche Ventilation. Hättest du sonst noch einen Wunsch? Ja, ich möchte etwas trinken. Komm sofort. Mehr Eis. Ich muss Lippenstift nachtragen. Ich trage dieses Outfit schon seit... Kann mir jemand ein neues besorgen? Boah, ich kann nicht mehr. Und ich kämpfe hier ums Überleben. Ich brauche unbedingt noch eine Portion Pommes. Mir schwinden die Kräfte. Okay, auf 3 fangt ihr an zu kitzeln. Das wird dich auflockern. Oh, endlich. Die Erde hat mich wieder. Ich kann dich küssen. Aber das musst du schon selbst machen. Leute, wisst ihr das denn nicht? Ich reagiere total allergisch auf Fußböden. Spiegeleier auf dem Bürgersteig braten. Mich kriegt jedenfalls keiner hier vom Pool weg. Wie schön, dass Rick heute was anderes vorhat. Wieso? Was macht er denn? Er läuft einen Skateboard-Marathon und sammelt damit Spenden für das Schildkrötenrettungszentrum. Cool. Die Aktion ist vielleicht cool, aber es ist brütend heiß. Hoffentlich geht's ihm gut. Rick? Hey, Polly. Alles gut bei dir? Ist es nicht ein bisschen heiß da draußen? Nein, alles cool hier. Ich meine heiß. Oh nein, ich spüre die Wärme. Hat er einen Hitzschlag? Nein, ihm geht's gut. Er redet doch immer so. Und muss das wirklich heute sein? Ich darf nicht aufgeben. Die Schildkröten brauchen mich. Hi, Rick. Wir sind hier im Pool. Und schlürfen Limonade. Was soll das? Sagte die gerade Limonade? Ich habe Limonade gehört. Unsere Hilfe. Unser heutiges Abenteuer. Abkühlung für Rick. Wer macht mit? Ich. Und ich? Bleibe schön im Pool. Ich bleib auch im Pool. Das wird absolut klappen. Was zu trinken, schnell. Wenn man Rick nicht zur Limonade bringt, muss man eben die Limonade zu Rick bringen. Kürbisse sind schön reif. Jetzt kann Auflauf gebacken werden. Hier sind 21 Formen. Es sind ja nur 20. Dann muss ich noch mal los und eine Form kaufen. Und wer passt so lange auf die Kürbisse auf? Das heutige Abenteuer, das Beet bewachen. Gut, aber du musst super, super gut aufpassen. Keine Angst, dein Beet ist bei mir sicher. Du wirst hier keinen Kürbis mehr stehlen. Es ist nur noch ein einziger Kürbis da. Kirsty kriegt einen Nervenzusammenbruch, wenn es nichts mehr zu essen gibt. Ich habe die Lösung. Wir pflanzen welche. Dünger lässt sie ganz schnell wachsen. Den hier kriegst du nicht. Haha, wer zuletzt lacht. Du hast gewonnen. Polly! Kirsty, ich muss dir was sagen.
weiß nicht, wie du das immer schaffst. Ist mir absolut schleierhaft. Ausflüge in die Natur. Oh, wow, seht ihr die Felsen da drüben? Hallo, alle noch da? Echter Brüller, Chrissy. Oh, keiner interessiert sich für diese tolle Landschaft. Das heutige Abenteuer ist deshalb ein richtiges Abenteuer erleben. Hey, Rick, was treibst du denn hier draußen? Hast du dich verirrt? Das hier ist ein Park. Wie soll man sich da verirren? Das ist doch unmöglich. Wir sind doch direkt bei... Verfahren? Oh. Und was machen wir jetzt? Am besten immer geradeaus. Vielleicht finden wir ja den Picknickplatz. Ich solche Momente liebe. Wisst ihr, hier haben sich neulich Leute verirrt. Die kamen nie zum Abendessen nach Hause. Nie. Ich glaube, davon habe ich gehört. Wie geht's, Brenda? Wenn ich mich schon verirre, möchte ich wenigstens gut aussehen, oder etwa nicht? Laila, wie viel Lipgloss haben wir dabei? Nur einen Stift. Er könnte unser letzter sein. Was? Was meinst du, wie lange wir mit einem Stift auskommen? Das ist eine echte Lipgloss-Tragödie. Hey, Rick. Hast du die Orientierung verloren? Ich? Nein, aber die anderen. Ich interessiere mich nur fürs Abenteuer. Der Akku von meinem Handy ist fast leer. Mal, kann man irgendwie Energie sparen? Nein, geht nicht. Also, was meinst du? Wann werden die merken, dass ich hier im Park immer nur im Kreis gefahren bin? Wollen wir es verraten? Nee. Ganz vorne zu sitzen. Oh. Oh nein! Wirklich großartig. Eigentlich meinst du das Gegenteil, oder? Ich habe eine blendende Idee. Darf ich? Was denn? Ich möchte diesem Flegel eine Lektion erteilen. So, das müsste reichen. Oh, nächstes Jahr bist du bestimmt groß genug für die Achterbahn. Welt sein. Es wäre sogar möglich, dass sie im Garten hinterm Haus auftritt. In ihrem letzten Block trug sie einen Hut, der aussah wie der... Eiffelturm, das war ein Hinweis. Oh, wir müssen ganz schnell nach Paris. Chrissy, Laila, hast du ihr Interview neulich gesehen? Da standen viele Palmen im Hintergrund. Es war eindeutig. Worauf warten wir noch? Ich glaube, ihr irrt euch. Polly, tut mir leid, aber du weißt einfach nicht so viel über Lady Synchrony wie wir. Ich glaube, sie hat so etwas gesungen wie Sushi, Sushi, Sushi. Echte Superfans fliegen nach Japan. Hey, warte mal. Polly, was? Ich kann dich nicht hören. Ich melde mich später vom Konzert. Polly,
weiß sie, wo das Konzert wirklich stattfindet. Hältst du das für möglich? Und wir werden dir ein Video vom Konzert schicken. Und zwar aus Tokio. Aloha, Polly. Keine Zeit zum Chatten. Ach ja, Aloha heißt auch bis bald. Also, Aloha. Hallo? Hallo? Aufgelegt. Ich bin total enttäuscht. Kein Konzert. Hier läuft nichts. Hier gibt's nur etwas glühende Holzkohle und... Hey, auf mich wolltet ihr nicht hören. Dann hört wenigstens das hier. Lady Synchrony. Lady Synchrony ist fantastisch. Sushi, Sushi, Sushi. Yeah! Jedes Jahr verstecken die anderen mein Geburtstagsgeschenk irgendwo. Und ich spioniere dann aus, was es ist. Ich bin immer so ungeduldig. Aber die Verstecke werden immer besser. Aha! Das kann spannend werden. Rick, Polly hätte das Geschenk bestimmt hier gefunden. Ich habe es an meinem Lieblingsplatz versteckt. Laila. Lieblingsplatz. Shopping Center. Wirklich, Laila, im Shopping Center? Zu einfach. Ich habe das Geschenk auf dem Gipfel von Mount Overlook versteckt. Dort ist es sicher vor der Geschenkeschnüfflerin Polly. Shani, die kennen mich noch lange nicht. Ha! Der reinste Klacks war das. Ein Klacks für die Sahnetorte. Schon wieder weg? Die große Überraschung liegt bei Polly zu Hause. Clever! Hat dir dein Geschenk gefallen? Wie? Welches Geschenk? Eins, das du nicht ausspionieren konntest. Abenteuer! Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Ah, eine an der Nase herum für Schnitzeljagd. War das mein Geschenk? Ja. Hat es dir gefallen? Es war meine Idee. Stimmt ja gar nicht. Es war unsere Idee. Hoffentlich hat es dir Spaß gemacht. Sie kennen mich also doch ganz genau. Was für ein tolles Geschenk! Wäre das perfekte Foto. Laila, Beeilung. In 30 Minuten erscheint die Sonne genau über dem Wasserfall für das perfekte Foto. In den Sachen kommen wir zu Fuß da nie hin. Warum dann das Foto, wenn wir nicht gut darauf aussehen? Aber es bringt auch nichts, schick auszusehen, wenn das Foto nichts wird. Lea braucht das richtige Licht, Laila will schicke Schuhe anhaben und ich will ein richtiges Abenteuer. Eine Abkürzung, Polly? Dieses schreckliche, stachelige Dickicht zerreißt mein Kleid. Eine tolle Idee. Ich weiß. Hier unten geht es besser. Besser für wen? Wer als Erste oben ist? Ich habe einfach die falschen Schuhe an. Siehst du? Noch so eine tolle Idee? Ja, schau mal darüber. Genau wie ich dachte. Wir sind genau rechtzeitig. Nein, ausgeschlossen. Seht nur mein Kleid. Der Selbstauslöser läuft schnell. Ich weiß. Jetzt siehst du perfekt aus. Perfekt und matschig. Das perfekte Foto. Ja. Yeah.
Natürlich nur Lady Synchrony. Was haben die denn? Sie wollen etwas gewinnen. Nämlich einen Besuch von Lady Synchrony. Sie glauben, sie haben schon gewonnen. Hier steht, das wird nichts. Oh nein. Und wer sagt Ihnen das? Ich nicht. Ich habe eine bessere Idee. Vielleicht brauchen Sie es gar nicht zu erfahren. Ich habe doch gesagt, wir gewinnen. Im Fernsehen sieht sie größer aus. Ekelhaft. Sie ist so anspruchsvoll. Moment, die ist sie am liebsten. Ja, jeder weiß, dass sie verrückt nach Sardellen ist. Moment, da ist was faul. Too cool for you and me. Sekunde, ich hab's gleich. Oh, so weit hatte ich nicht im Voraus geplant. Schon gut, schon gut. Ich kann nicht dieses... oder was auch immer. Es ist nämlich so, ihr habt nicht gewonnen. Also dachte ich, ich spiele euch Lady Synchrony vor. Wir hätten sie die Sardellen essen lassen sollen. Huhu, Diva kommt an Bord. Ich weiß, dass er auch keine Ahnung hat von dem Synchrony-Style. Ich hole die Sardellen. Ich bin fast froh, dass wir nicht gewonnen haben. Das wird viel lustiger werden. Lenzen, wisst ihr nicht, wo wir uns befinden? Sieht man mir nicht an, wie sehr mich das interessiert? Wir befinden uns mitten im Bermuda-Rechteck. Du meinst das Bermuda-Dreieck? Oh nein, das Bermuda-Rechteck ist viel gefährlicher. Gefährlicher? Was meinst du? Wie viel gefährlicher? Seht nur, ein versunkenes Piratenschiff. Wow. Vielleicht ein bedeutender Fund für die Wissenschaft. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Piraten aus dem Bermuda-Rechteck werden gleich angreifen. Her mit den Wasserballons. Was anderes haben wir nicht. Endlich sehe ich, wie meine Freunde in einer Krise reagieren. Die wüssten, was sie... Zu viel Gewicht auf einer Seite. Rick, Shani, Kirsty, alle rüber nach Steuerbord und fertig machen zum Eingreifen. Wir werden angegriffen. Gegriffen? Ich meine, Alarm auslösen! Angriff! Die Aufregung wird nicht lange anhalten. Nicht lange genug für mich. Deshalb habe ich vorgesorgt, damit es bald neue Action gibt. Meine Perle ist weg. Du hast sie gestohlen. Perlendiebe müssen bestraft werden. Lila fällt auf keinen Irrtum rein. Sie stürzt sich förmlich drauf. Weißt du nicht, dass das eine Auster ist? Und die machen ihre Perlen selbst. Ich bitte dich. Ich weiß genau, wo Perlen herkommen. Aus der Einkaufspassage. Gib mir meine Perle wieder. Los, komm. Wir schwingen uns auf unsere Bodyboards. Ich hab sie. Polly, alles okay. Ich hab sie wieder. Na, ihr... Autsch! Das tut weh! Ihr glubscht euch gegen hartschaligen Seeungeheuer! Nein, ihr kriegt sie nicht zurück! Oh, sie gehört mir! Niemals gebe ich sie wieder her! Wie, war das schon alles? Ha, ich hab gewonnen! Die hier ist die schönste. Oh, peinlich. Na gut, seht doch nur die vielen Perlen. Alles meine. Wirklich toll. Aber Lila, wie war das? Perlendiebe müssen bestraft werden? Es tut mir leid.
Tut mir leid. So ist es richtig. Und du musst nur noch 10.000 zurückgeben. Tut mir leid. Nichts. Gen, das war kein Splash. So geht ein Splash. Pass auf! Achtung, Splash! Ein super Splash. Siehst du, Barabubble, so geht das. Barabubble? Wo ist sie? Eigentlich können Bläschen doch gar nicht versinken. Eigentlich nicht. Du hast sie zerstört. Wie erklären wir das ihren Eltern? Haben Cutens überhaupt Eltern? Moment, es ist ganz einfach. Wir kleben sie wieder zusammen. Schaffen wir das denn? Klar, mache ich doch ständig. Also gut, es ist das erste Mal. Los, Bläschen einsammeln. So, wir haben sie alle. Barabubble, kannst du mich hören? Okay, der Plan ging etwas schief. Es ist ein Blasenmonster.